Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns mit der zweiten Lesung in einem Haushaltsverfahren, dem ersten der neuen Landesregierung, das erstens von einer beispiellosen Missachtung, wie ich sie noch nicht erlebt habe, grundlegender parlamentarischer Rechte geprägt ist und die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts missachtet. Zweitens, ebenso beispiellos, eine erschreckende Turboamnesie offenbart der einst gemachten Versprechen und den Forderungen aus Oppositionszeiten. Drittens, grundlegende Ansprüche von Transparenz sowie Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit missachtet. Und viertens, in verantwortungsloser Art und Weise die notwendige Vorsorge für die Zukunft vernachlässigt. Und diesen Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung liegt eben kein nachhaltiges Finanzkonzept zugrunde. Zu meinen Thesen. Zuerstens. Der Beratungszeitplan, anders als Herr Moritz hier darstellt, hat keine seriöse Befassung des Parlaments zugelassen. Die Erläuterungsbände lagen zum Teil erst am Vorabend der Haushaltsklausur vor. Und die Fristen rund um die Anhörung waren so kurz, dass wir kaum auf die Expertise von Sachverständigen zurückgreifen konnten. Manche sind ja auch erst gar nicht gekommen, geschweige denn, dass hier in ausgedruckter Form, so wie es eigentlich richtig ist, die blauen Bände hier den Fraktionen zur Beratung vorlagen. Ich meine, sie kamen erst am 4. Dezember, und das ist wahrlich unmöglich, hier ordnungsgemäß eine Haushaltsberatung durchzuführen. Zu zweitens. Dieses bedeutsame Phänomen, was ich in dieser Form in diesem Landtag auch noch nicht erlebt habe, Ihre Amnesie auf ganzer Linie, was offenbar auch irgendwie nicht therapierbar ist. Das Problem ist, dass die Liste von Beispielen, von Ihren Forderungen aus Oppositionszeiten so lang ist, dass ich selbst mit dieser üppigen Redezeit nicht schaffe, das alles aufzuführen. Ich habe mal einen kleinen Auszug mir vorgenommen. Am vollmundigsten in Erinnerung ist mir in meiner Erinnerung die Forderung nach Durchleitung der Integrationspauschale an die Kommunen in Erinnerung. Sie haben mehrere Anträge gestellt. Es war der Präsident himself damals als kommunalpolitischer Sprecher. Kampagnen vor Ort sind gelaufen. Und jetzt die 437. Was sagen Sie eigentlich jetzt, Herr Cooper? Sorry, aber es war ja Herr Cooper, es war ja nicht mehr Herr Oppendrenk. Den Kommunen, wenn Sie sagen, wo bleiben denn jetzt die 437 Millionen, Herr Lienkämmer? Was sagen Sie denn Ihren Bürgermeistern vor Ort, wo das bleibt, Ihre Versprechen? So, zweiter Punkt. Kollege Witzel und Kollege Oppendrenk skandalisierten mit einer ausgiebigen Leidenschaft, Herr Oppendrenk. Ich habe es gut in Erinnerung, noch vor einem Jahr hier das Aufblähen der Ministerialbürokratie, zusätzliche Stellen. Da könnte man meinen, da gehen Sie jetzt zu und bauen das mal wieder ab. Weit gefehlt. Es wird nicht nur nicht abgebaut, sondern mit dem Nachtragshaushalt gab es erstmal noch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, 139 Stellen für die Ministerien. Und jetzt in der Bilanz 2018, Sie hören Sie zu, noch einmal 282 Stellen in den Ministerien mehr. Keine Rede mehr davon, wie man das wann und wie abbauen will. Dann der Feldzug von Herrn Witzel gegen zu viele externe Gutachten. Herr Witzel, ich höre immer diese Sachverständigen und diesen externen, das kann man doch alles aus den eigenen Ministerien finanzieren. Oha, schaut man sich diese Titelgruppe mal an von Gutachten und externen Sachverständigen, könnte man ja auch meinen, da gehen Sie jetzt mal hin und kürzen. Nein, auch hier wird draufgesattelt, 3 Millionen mehr. Die Aussagen im Wahlprogramm sind eigentlich an Klarheit nicht zu überbieten. Alle neuen Ausgaben werden durch Einsparen gedeckt. Schaut man sich das Haushaltsvolumen an im Vergleich zum letzten rot-grünen Haushalt, ist das Haushaltsvolumen um 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Das muss nichts Schlechtes sein, was davon finanziert wird. Aber jetzt kommt es zu den Einsparungen. Einsparungen verzeichnen wir 131 Millionen. Und selbst von diesen 131 Millionen konnte der Minister nicht sagen, was da jetzt eigentlich genau mit gespart wird und wer davon eigentlich betroffen ist. So und so weiter und so fort. Also auch hier komplett das Gegenteil von dem, was Sie noch in der Opposition versprochen haben. Glaubwürdige Politik ist was anderes. Zur Forderung nach Transparenz und Haushaltsklarheit. Auch ihr immer wieder gern mit Empörung vorgetragen und eingefordert. Bemerkenswert deutlich finde ich hier den Landesrechnungshof, was er zu ihrer doch sehr, will man sagen, in der Weihnachtszeit Weihrauch umwölkten schwarzen Null hier so formuliert. Zitat Landesrechnungshof.
Diese, also die schwarze Null, wird durch Sondereffekte und Verlagerung von Belastungen in andere Haushaltsjahre oder auf andere Einheiten erreicht. Nun ist der Landesrechnungshof sehr diplomatisch und sehr korrekt. Man könnte das auch übersetzen. Diese schwarze Null wurde herbeigetrickst, und zwar belegbar. Acht Beispiele, die ich auch hier nicht alle aufführen kann. Auszüge aus dem Landesrechnungshof dazu: Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Rückabwicklung der Sondertilgung, globale Mehreinnahmen von Bund ohne Begründung, ohne Anlass, reduzierte Zuführung zum Pensionsfonds, die Kreditermächtigung an das Sondervermögen, Risikoabschiebung, WestLB und so weiter und so fort. Und da komme ich zu Ihrem Lieblingsthema, Herr Witzel, das allerdings nur bis zum 14. Mai 2017. Ihr Feldzug gegen die sogenannten Schattenhaushalte, Sondervermögen BLB, NRW-Bank, Pensionsfonds. Herr Witzel, was erinnert Sie eigentlich daran, die von Ihnen damals kritisierten und gegeißelten Tricksereien von Verschleierung, Verschiebung, von wahren Haushaltsrisiken, die durch diese Sondervermögen entstehen, was erinnert Sie eigentlich daran, das alles hier und heute rückgängig zu machen? Jetzt, wo Sie auch noch Unterstützer in den Anhörungen haben, Beispiel Pensionsfonds. Das Institut der deutschen Wirtschaft stellt fest, 200 Millionen Euro Zuführung zum Pensionsfonds jährlich reichen nicht aus. Und auch der Landesrechnungshof merkt kritisch an, dass in der mittelfristigen Finanzplanung erst gar keine Ausführungen gemacht werden, wie sich denn diese Zuführungen weiterentwickeln sollen. Wir hören dröhnendes Schweigen zu all diesen Fragen. In allen Befragungen, in unserer Haushaltsklausur, in den Berichterstattergesprächen, dazu wird nichts gesagt. Sie, Herr Witzel, und Ihr finanzpolitischer Musterschüler, Herr Kollege Obtendreng, der damals noch einen 9 Milliarden, vor einem Jahr haben Sie gesagt, wenn das so weitergeht mit den 200 Millionen, entsteht ein 9 Milliarden Euro großes Loch in der Pensionskasse. Wieso füllen Sie das nicht auf? Herr Witzel, Sie haben gesagt, die fehlenden Zuführungen stellen einen unlauteren Einspareffekt in Höhe von 700 Millionen Euro für 2018 dar, mit der die Schuldenbremse herbeigetrickst werden sollte. In Ihrer Logik, Herr Witzel und Herr Obtendreng, dann ist Ihre schwarze Null, die Sie hier jetzt vorgelegt haben, aber sowas von herbeigetrickst. Und das müssen Sie ehrlicherweise dann auch so sehen, wenn Sie das, was Sie vor einem Jahr gesagt haben, hier und heute ernst nehmen müssten. Und Sie führen ja noch nicht mal 200 Millionen zu, sondern nur 80 Millionen Euro. Das mal nur ganz am Rande. Weitere Haushaltsrisiken, Risikoabschirmung WestLB. Auch hier weist der Landesrechnungshof darauf hin, dass im Risikofondsgesetz ja selbst von Ihnen begründet gesagt wurde, hier bestehen Haushaltsrisiken. Der Landesrechnungshof moniert, wo werden Sie dargestellt, die Risiken, die mit diesem Sondervermögen, mit der Risikoabschirmung verbunden sind. Sie haben eine ordentliche Kreditermächtigung ausgestellt, Herr Lienenkämper, oder das Parlament im Gesetz. Na ja, aber das hat ja Folgen. Das Land haftet da. Das müssen Sie ja in irgendeiner Form im Haushalt darstellen. Auch hier ist nichts abgebildet. Black Box. Keine Gegenfinanzierung von den geplanten Steuergeschenken. Sie werden ja jetzt wahrscheinlich auf Bundesebene dann nun doch mitregieren. Nun ja, da gibt es ein paar Steuergeschenke. Bei der Einkommenssteuerreform heißt das für NRW 1,3 Milliarden Euro Mindereinnahmen. Bei der Reform der Grunderwerbsteuer heißt das 1 Milliarde Euro Mindereinnahmen. So etwas stellt man in der mittelfristigen Finanzplanung, wenn nicht schon im Haushalt 2018, mal dar. Das sind 2,3 Milliarden Euro Belastung für diesen Haushalt, die nirgendwo in der Finanzplanung dargestellt werden, wie die denn dann gegenfinanziert werden. Aber die schwarze Null, ja, so viel zur Chimäre der schwarzen Null in diesem Haushalt. Die fehlende Nachhaltigkeit. Die DGB, hören Sie zu, DGB und das Institut für deutsche Wirtschaft konstatieren unisono, und das sollte zu bedenken geben, die Investitionsquote ist zu gering. Und in der mittelfristigen Finanzplanung ist geplant, sie noch weiter abzusenken. Und wenn dann beide Sachverständige, Herr Witzel, beide Sachverständige, DGB und Institut der deutschen Wirtschaft, ja, beide einstimmig mahnen, dass eine sinkende Investitionsquote bei Rekordsteuereinnahmen und günstigen Zinsen, die wir nie hatten, dass das erhebliche Risiken birgt, geradezu fahrlässig ist, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes gefährdet, dann entsetzt mich das doch sehr, wie wenig Ihnen das zu denken gibt.
Am Beispiel Unterhalt der Landesstraßen wird das deutlich. Nur ein Beispiel. 200 Millionen Euro würden eigentlich gebraucht. Das Gutachten liegt vor, haben Sie immer versprochen. 161 Millionen stehen im Haushalt. Auch hier gäbe es noch einige Beispiele mehr. Die Zeit reicht auch hier nicht aus, um Ihnen hier auch anhand Ihres Haushaltes sehr deutlich klarzumachen, dass Sie hier Nachhaltigkeitsstrategie Fehlanzeige ist. Stattdessen werden weiter die berühmt-berüchtigten Zauberformeln heruntergebetet, die Digitalisierungsdividenden. Ich glaube, auf die warten wir bis zum jüngsten Tag. Auch hier nichts. Wie soll das erwirtschaftet werden? Wann, wie, wo, wann kommt denn die Milliarde, Herr Liedenkemper? Sie kommen gleich wieder, dann können Sie es vielleicht erklären. Effizienzsteigerung. Wir werden sofort in einen Prozess der Aufgabenkritik einsteigen und dann Personal abbauen. Ja, wo ist denn der Prozess? Ja, wo ist denn das alles? Ja, was passiert denn da? Nichts. Prozessoptimierung, Bürokratieabbau. Und jetzt kommt die absolute Heilsbringer, die Entfesselung. Ja, die, wenn nichts mehr hilft, wird dann entfesselt. Ja. Also all das entpuppt sich erstens als rhetorische Blasen. Wenn man da nämlich nur mal ranpiekst, Herr Liedenkemper, dann zerplatzen die. Oder was Sie hier mit dem Entfesselung 1 und 2 uns jetzt vorgelegt haben, da versteckt sich eigentlich was ganz Altbackenes hinter. Das ist die Doktrin der Deregulierung. Und wenn man hier dem Markt nur seine Freiheiten lässt, dann regelt sich das alles schon von allein. Nein, das funktioniert so nicht. Diese Doktrin ist falsch. Diese Marktorientierung taugt nichts für eine Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn Sie meinen, hier Ökostandards zu schleifen und den Klimaschutz zu missachten, die Energiewende zu gefährden und damit dieses Land zukunftsfähig machen wollen und das auch noch mit Entfesselung überschreiben, dann haben Sie ganz sicher uns nicht an Ihrer Seite. Und diese Politik ist schädlich für dieses Land, sehr schädlich. Und wir werden das auch weiter deutlich machen. Dankeschön.